Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen bei der mittlerweile 72. Ausgabe unserer Reihe JBZ Zukunftsbuch. Heute geht es um den Band Klimasoziale Politik, eine gerechte und emissionsfreie Gesellschaft gestalten. Herausgegeben ist, wurde das Buch von der Armutskonferenz der NGO ATTAC und BAIGEWUM, das ist der Beirat für Gesellschafts-, Wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen. Die Armutskonferenz und ATTAC sind auch Mitveranstalter dieser Buchpräsentation. Mein Name ist Hans Holzinger und ich darf gemeinsam mit Carmen Beyer durch den Abend führen. Carmen Beyer ist heute in der Doppelrolle hier. Sie macht für uns den Chat und betreut die technische Übertragung, aber sie ist auch Sprecherin der Salzburger Armutskonferenz. Warum haben wir dieses Buch ausgewählt? Ich denke, klimasoziale Politik ist ein wichtiger Beitrag zum aktuellen Klimadiskurs. Häufig hört man das Argument, wir können uns keine wirksamere, keine strengere Klimapolitik leisten, weil sich das die ärmeren Menschen nicht leisten können. Manche argumentieren dann auch umgekehrt. Dieser Band argumentiert aber völlig umgekehrt und er meint, gerade eine aktive, engagierte Klimapolitik lässt sich verbinden mit der Verbesserung der Lebensverhältnisse für alle Menschen. Wenn die Mobilitätswende führt dazu, dass auch Menschen, die jetzt an viel befahrenen Straßen leben, bessere Luft haben, bessere Lebensqualität haben. Zugleich wird natürlich im Band auch gefordert, eine fairere Einkommens- und Vermögensverteilung. Ein anderes Beispiel, gute Lebensmittel für alle erhöhen die Gesundheit aller und tun zugleich dem Klima gut. Das heißt, ich denke, ein sehr wichtiger Band. Spannend habe ich auch gefunden, es sind insgesamt 20 Beiträge kompakt zusammengefasst zu allen Bereichen. Argumentiert wird auch, dass eben Klimapolitik als Querschnittaufgabe gesehen werden muss, von der Mobilitäts-, Energiewende, Wohnwende, aber auch finanzpolitische Fragen und eben sozialpolitische Fragen müssen behandelt werden. Und das schafft dieser Band mit vielen Fakten und auch mit vielen Zukunftsvorschlägen. Wir können natürlich nicht alle heute behandeln. Es haben insgesamt, ich habe nachgezählt, 38 großteils junge Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen diesen Band erstellt. Und ich freue mich, dass wir zumindest drei heute bei uns zu Gast haben. Kurz zum Ablauf der Veranstaltung. Wir hören zuerst eben drei Kurzinputs. Und dann werde ich den drei Gästen ein paar Fragen stellen. Und anschließend wird auch Carmen Beyer den Chat einbringen. Und sie kann sich auch selbst natürlich als Vertreterin der Salzburger Armutskonferenz zu Wort melden. Gut, ich darf nun als erstes Klara Moder vorstellen. Klara Moder ist Sozioökonomin und arbeitet als Referentin für Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Grundlagen bei Arbeit Plus, ein Zusammenschluss von sozialökonomischen Betrieben in Österreich. Sie ist auch Mitglied der AG Sozialpolitik der Armutskonferenz und sie war Redaktionsmitglied dieses Bandes. Sie wird daher etwas grundsätzlich über das Buch erzählen, wie es entstanden ist und dann etwas über ihren Beitrag, an dem sie mitgeschrieben hat, Armutsüberwindung durch eine engagierte Klimapolitik. Klara Moder, herzlich willkommen, du bist am Wort. Vielen Dank. Guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung und die Einladung zu dieser Buchpräsentation. Ich teile kurz meinen Bildschirm und hoffe, Sie können es von Anfang an sehen. Genau. Ja, ich freue mich sehr, dass ich als Mitglied des Redaktionsteams von Klimasoziale Politik kurz ein paar Worte zum Buch allgemein und vielleicht auch zum Entstehungsprozess sagen kann. Allgemein, Hans Holzinger hat kurz schon einige der Ausgangspunkte, also unsere Ausgangspunkte skizziert. Und zwar der gegenwärtige Narrativ oder vielleicht, wenn man auch will, die neoliberale Hegemonie suggeriert ein paar Dinge, die wir in dieser Form nicht so stehen lassen wollten. Also einerseits wird suggeriert, es gibt keinen Zielkonflikt zwischen Wirtschaftswachstum und Kapitalakkumulation und den Paris-Zielen, nämlich die Beschränkung der Erderhitzung auf 1,5 Grad.
Darin finden sich auch Schlagwörter wie Green Economy und Green New Deal oder auch Green Jobs wieder, die ein Stück weit so tun, als gäbe es, als wäre das vereinbar. Es wird auch nicht wirklich ein Mangel an Alternativen aufgezeigt, aufgrund von einer Marktdominanz und einer Marktkultur oder eben einer Markthegemonie. Und gleichzeitig, und das ist eigentlich ein zentraler Punkt für dieses Buch, wird die Verteilungspolitik oder auch die soziale Dimension von Klimapolitik instrumentalisiert, um davon abzulenken, dass die Klimakrise natürlich auch eine soziale Krise ist. Also es wird ja ein Konflikt konstruiert, den es so aus unserer Sicht und aus Sicht der Autorinnen des Buches und wie wir hoffentlich auch noch hören werden, nicht gibt oder zumindest in der Form nicht geben müsste. Und gleichzeitig beobachten wir eine Verschärfung von sozialen Schieflagen in vielen Belangen, auch und gerade, wenn es um die Folgen von Umweltbelastungen geht und um die Folgen der Klimakrise, wie sie auch schon real sichtbar sind, auch in Europa. Und was sich daraus ein Stück weit ergeben hat, war der Gedanke, dass wir verlernt haben, Utopien zu denken und zu überlegen, wie es vielleicht auch anders gehen könnte und darauf aufbauen, machbare Gegenentwürfe zu entwickeln. Und das ist ein Stück weit das Ziel und der Anspruch von diesem Buch, eben solche Gegenentwürfe und konkrete Handlungsvorschläge auch aufzuzeigen. Was meint also klimasoziale Politik? Klimasoziale Politik strebt nach einer sozial inklusiven und politisch fortschrittlichen Gesellschaft, die die Lebensgrundlage des Planeten und der Menschen nicht gefährdet. Und sie öffnet sozusagen einen breiten Möglichkeitsraum, wenn man abseits der dominanten ökonomischen Sphären noch weitere mit einbezieht. Der Anspruch ist, keine Kompromisse zu machen zwischen sozialen und ökologischen Belangen und das auch nicht gegeneinander auszuspielen. Es soll Bündnisse geben für eine sozial inklusive und ökologisch nachhaltige Gesellschaft, einerseits auf zivilgesellschaftlicher Ebene natürlich, aber auch im Hinblick auf Gruppen, auf Bevölkerungsgruppen, die derzeit sozusagen benachteiligt werden und die anderen sind und die in der Klimapolitik und in der Sozialpolitik oft vergessen werden. Wichtig ist natürlich auch eine Reflexion über die Verteilung von Emissionen und gleichzeitig eine drastische Reduktion, gerade im globalen Norden. Und im Prozess kam dann sozusagen diese Dichotomie auf zwischen Klimaerhitzung und sozialer Kälte, die sozusagen beide steigen und die es beide gleichzeitig mit politischen Maßnahmen zu überwinden gilt. Vielleicht ganz kurz zum Prozess, das wurde schon angesprochen, die Herausgeberinnenschaft besteht aus drei Vereinen, im Wesentlichen ATTAC, der Armutskonferenz und der Beigewohn. Das Redaktionsteam bestand aus 9 Personen und die Zielgruppe, Verzeihung, hier ist noch ein Tippfehler, ist ganz salopp gesagt die breite Öffentlichkeit und alle, die sich für das Thema interessieren. Darum war es uns auch ein ganz zentrales Anliegen, dass die Texte verständlich und nicht in einer Fachsprache verfasst sind. Also so das Leseniveau war definiert als Studienanfängerinnen. Wir haben uns zu einem relativ langfristigen und ambitionierten Prozess überzogen. Also es gab Outlines, in denen niedergeschrieben war, was wir uns von den jeweiligen Artikeln wünschen würden inhaltlich. Damit wurden AutorInnen angefragt. Jedes Kapitel wurde zweimal besprochen und gefeedbackt und dann gab es noch ein Lektorat. Wie gesagt, die Fragestellung, die sich durch das Buch zieht, ist, wie eine Klimapolitik zu einer sozial inklusiven und politisch fortschrittlichen Gesellschaft beitragen kann. Und das Buch besteht aus grob 2 Teilen. Der erste Teil besteht aus ein paar einführenden Kapiteln, die ein Stück weit den Status quo aufreißen, also zu Klimaaktivismus, Klimapolitik, Emissionen, klimapolitischen Maßnahmen und auch der Sozialpolitik. Und der zweite, etwas größere Teil, darin enthalten sind bereits konkrete Politikfelder mit auch natürlich Probleme aufrissen, aber auch ein Stück weit bereits in Richtung, was sind konkrete Handlungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen in diesen Politikfeldern. Und 2 dieser Politikfelder, also es gibt einige, Gesundheit, Ernährung, Wohnen, aber heute hier vertreten sind auch Industriepolitik und das Finanzsystem, wo wir dann auch noch genaueres dazu hören werden. Gut, soweit in aller Kürze zum Buch. Ich darf jetzt auch noch als eben Co-Autorin eines der Kapitel im zweiten Teil dieses ganz kurz vorstellen. Also Armut durch Klimapolitik überwinden ist der Titel. Es geht um ein konkretes Politikfeld, nämlich Armutsbekämpfung, Sozialpolitik.
Und es knüpft den Grundgedanken sehr stark daran an, dass keine Kompromisse gemacht werden sollen zwischen Sozial und Klima. Und das Ziel ist es eben, ein Gegennarrativ zu entwickeln und dieses Gegennarrativ des Buches mitzutragen. Wichtig dafür ist, anzuerkennen, dass die Klimakrise auch und vor allem eine Verteilungskrise ist, natürlich global gesehen, aber eben auch in Österreich. Und für das Kapitel bzw. für das Buch allgemein, was uns als Armutskonferenz wichtig, insbesondere Armutsbetroffene zu Wort kommen zu lassen und ihre Erfahrungen und Perspektiven zu teilen. Und anhand ihrer Aussagen, die sich übrigens auch im gesamten Buch finden, möchte ich ganz kurz die Inhalte dieses Kapitels skizzieren. Zum Ersten, Armutsbetroffene sind von den Folgen der Krise, also von den Auswirkungen der Klimakrise, die bereits jetzt sichtbar sind, und den Umweltbelastungen überproportional ausgesetzt. Also ganz salopp gesagt, kleine Wohnungen an lauten Straßen mit hoher Schadstoffbelastung, schlechter Isolierung und möglicherweise auch Schimmelbelastung werden meistens von Menschen mit sehr geringem Einkommen bewohnt, die oft keine Ausweichmöglichkeit haben. Armutsbetroffene können sich sozusagen auch nicht von dieser Krise freikaufen, wie das vielleicht höhere Einkommensschichten machen können. Eine Mindestpensionistin aus Wien hat das so formuliert: Die Klimakrise bedeutet für mich, dass ich jetzt im Winter in der eiskalten Wohnung sitze, dass ich im Sommer eine Hitze habe, dass mir die Luft wegbleibt und ich das Gefühl habe, ich kriege jetzt bald einen Herzinfarkt. Ich kann aber nichts dagegen machen. Die andere Seite der Medaille ist, dass Armutsbetroffene auch in Österreich sich oft quasi gezwungenermaßen weniger klimaschädlich verhalten. So sagt zum Beispiel ein Straßenzeitungsverkäufer aus Linz, wir können es uns nicht leisten, viel mit dem Auto herumzufahren oder wir haben gar kein Auto, das ist gut fürs Klima. Wir sind mehr angewiesen auf den öffentlichen Verkehr, das ist auch gut fürs Klima. Das stimmt natürlich einerseits, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass andererseits klimaschädliches Verhalten auch oft subventioniert oder wie auch immer gewollt günstiger ist als nachhaltiges Verhalten. Man denke zum Beispiel an die alten Ölheizungen, die in vielen Einfamilienhäusern am Land noch eingebaut sind, oder auch an Ernährung, wie teuer biologische und regionale Ernährung oft sein kann. Diese Dichotomie zeigt aber sehr gut, dass es hier wirklich recht konkrete politische Maßnahmen braucht und auch geben kann, um dem ein Stück weit entgegenzuwirken und diese Ungleichheit auch in dieser Hinsicht aufzulösen. Was sozusagen auch den dritten Teil unseres Beitrags ausmacht, indem wir zeigen wollen, dass klimasoziale Politik allen ein gutes und nachhaltiges Leben ermöglichen soll. Ein langzeiterwerbsarbeitsloser Armutsbetroffener aus Graz bringt das eigentlich recht gut auf den Punkt im Gespräch. Und er sagt, es muss einfach billig sein, was ökologischer ist, und alles andere ist ein Wahnsinn. In Wirklichkeit ist das billig, was nicht ökologisch ist, aufgrund unseres menschengemachten Wirtschaftssystems. Und alle tun so, als sollten sie die Umwelt schützen. Es wäre ganz einfach, man müsste nur sagen, ökologisch zahlt sich aus, ökologisch wird belohnt und gar Gemeinwohl wird belohnt und alles ist gelöst. Das wäre sozusagen die Utopie, die wir hier entwickeln und vorantreiben wollen. Konkrete Lösungsansätze können zum Beispiel sein, ökonomische Maßnahmen sinnvoll und zielgerichtet abzufedern. Also es gibt jetzt in Österreich die ökosoziale Steuerreform, mit der auch erstmals eine CO2-Steuer eingeführt wird. Ein Ökobonus ist natürlich ein sehr sinnvolles Abfederungsinstrument, zielführender als in der jetzigen Ausgestaltung, wäre aber zum Beispiel ein einkommensabhängiger Ökobonus, der sozusagen differenziert danach, wie stark ist die Person von dieser CO2-Abgabe angesichts des verfügbaren Einkommens betroffen. Möglich wäre aber auch, die Einnahmen von einer Ökosteuer zweckzuwidmen für thermische Sanierung oder auch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder vielleicht auch die Auszahlung eines Mobilitätsbonus für Menschen mit geringem Einkommen, um sozusagen die Nutzung des öffentlichen Verkehrs kostenfrei zu gestalten. Und was ganz zentral ist, und ich glaube, das zieht sich auch durch viele Kapitel im Buch, ist der Ausbau von sozial-ökologischer Infrastruktur und öffentlicher Daseinsvorsorge. Also es geht darum, Nahversorgung sicherzustellen, kurze Wege sicherzustellen, Mobilität zu vereinfachen und so ein möglichst gutes, regionales, nachhaltiges Leben für alle zu ermöglichen, und davon profitieren insbesondere Menschen mit geringem Einkommen, aber letzten Endes denke ich dann doch wir alle. Das wäre soweit mein
Beitrag zum Buch und zum Kapitel in aller Kürze. Und ich bin gespannt auf Anmerkungen und Fragen dazu und natürlich auf die Beiträge von den Kolleginnen aus der Autorinnenschaft. Jetzt kommen wir zum zweiten Kurzreferat. Ich bitte Julia Litovchenko um ihren Input. Julia Litovchenko arbeitet als Assistentin am Institut für Non-Profit Management der Wirtschaftsuniversität Wien und sie ist aktiv bei Finanzattack aktiv, sage ich ja. Sie thematisiert in ihrem Beitrag die Zusammenhänge zur Ungleichheit und dem gegenwärtigen Finanzsystem, ein Beitrag, den sie mit einem Autorinnenkollektiv verfasst hat. Julia, du bist am Wort. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr, dass in einer Debatte in der Klimadebatte, das so sonst gemiedene, sehr komplexe Thema Finanzmärkte mal Platz findet. Das Kapitel, wo wir die Rolle vom Finanzsystem hin zu einer, im Umbau zu einer klimasozialen Politik besprechen, wurde mit lauter Co-Autorinnen Theresa Gäckle, Lisa Mittenbrenn, Lina Schmidt und Mario Taschwer verfasst. Wir sind gemeinsam seit ein paar Jahren bei Attac zu dem Thema aktiv. Die Grundaussage unseres Kapitels ist, dass grüne Finanzmärkte, grüne Anlageprodukte das Klima nicht retten werden. Grüne Anlageprodukte sind, wie sie die Werbung hier veranschaulichen soll, die ganze Bandbreite von sogenannten nachhaltigen Aktien, nachhaltigen Fonds und anderen grünen nachhaltigen Finanzprodukten, wie sie mittlerweile von praktisch jedem Finanzinstitut, also jeder Bank, jedem Fonds, jedem Vermögensverwalter angeboten werden. Und diese Werbungen suggerieren ganz stark, einmal durch die vielen Hände, die überall vorkommen, dass das Finanzsystem eine Verantwortung übernimmt, eine soziale und ökologische Verantwortung für unsere Gesellschaft. Wie gesagt, Nachhaltigkeit ist unser Auftrag. Wir glauben an morgen, wir übernehmen Verantwortung für die Zukunft. Das ist so die Botschaft, die von den Finanzinstituten selbst vermittelt wird. Wenn man sich mehr die Handlungsebene aber anschaut, sieht man, dass seit 2015, also seit dem Pariser Klimaschutzabkommen, vom Finanzsystem, also den 35 größten Finanzinstituten der Welt, die dieses System konstituieren, rund 2,2 Billionen Euro in Öl, Gas und Kohle, also fossile Technologien, investiert worden sind. Zu einem Zeitpunkt, als schon klar war, das war im Pariser Klimaschutzabkommen festgeschrieben, dass fossile Energie absolut keine Zukunft mehr hat. Zum Vergleich, dass diese Summe ist höher als das österreichische Bruttoinlandsprodukt im selben Zeitraum. Und auch die österreichischen Banken sind von diesem Muster nicht ausgenommen. Ich habe hier Zahlen rausgesucht für die Raiffeisen Bank International und die Erste Bank, die jeweils mit 1,9 oder 1,5 Milliarden in fossile Technologien investiert haben. Woran liegt es jetzt, dass hier die Selbstdarstellung und die tatsächliche Handlung so weit auseinandergehen? Naheliegenderweise am politischen System. Daran, dass die maßgeblichen politischen Akteure sowohl auf EU-Ebene, aber auch nationalpolitisch auf österreichischer Ebene Klimapolitik vor allem als Investitionschance sehen. Das Zitat vom damaligen EU-Kommissar für Klima und Energie aus dem Jahr 2018 sagt, das bringt es ja direkt auf den Punkt. Das Pariser Klimaschutzabkommen ist eine massive Investitionschance und wird dazu beitragen, den europäischen Europa als führenden Standort für grüne Technologien zu positionieren. Auf österreichischer Ebene hat zum Beispiel das Bundeskanzleramt 2020 groß angekündigt, dass die Bundesregierung nun Green Bonds herausgeben wird. Das sind Staatsanleihen, die speziell dazu genutzt werden sollen, den Umbau der österreichischen Wirtschaft auf eine nachhaltigere Wirtschaftsweise zu unterstützen. Das heißt, der Staat Österreich tätigt Investitionen, zum Beispiel in den öffentlichen Nahverkehr, und über diese Green Bonds können dann institutionelle Investoren und die Bevölkerung über die Zinsen, die aus diesen
Bonds lukriert werden, daraus eine Rendite abschöpfen. Das heißt, der Staat tut etwas Gutes und Private, und zwar wenige Private, denn es sind in der Regel die obersten 10% eines Landes oder größere internationale Vermögensverwalter, die in solche Staatsanleihen investieren können, profitieren dann. Da sind wir wieder bei Klimapolitik als Investitionschance. Es stecken im Prinzip zwei grundlegend falsche Annahmen hinter dem Verhalten der großen politischen Player. Das eine ist der Mythos, der verbreitet wird, dass die öffentliche Hand das Kapital für den Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft nicht alleine aufbringen könnte und dass es deswegen notwendig wäre, über die Finanzmärkte privates Kapital zu mobilisieren. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre, also das Verhalten in der Staaten in der Corona-Krise hat sehr deutlich gezeigt, dass wenn es notwendig ist, wenn der politische Wille da ist, sehr wohl die öffentliche Hand Kapital hat und aufwenden kann und auch aufwenden muss, wenn es um den Umbau zur nachhaltigen Wirtschaftsweise geht. Das heißt, hier haben die letzten anderthalb Jahre sehr deutlich gezeigt, dass diese Annahme nicht erfüllt ist. Der zweite Fehlschluss, der hinter dieser Mainstream-Politik steht, ist die sogenannte Entkopplung. Die Idee, dass sich Wirtschaftswachstum von Ressourcenverbrauch entkoppeln ließe, das hat die Clara am Anfang auch schon kurz angesprochen. Diese Idee wird das Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit einander nicht ausschließen. Das Problem mit dieser angeblichen Entkopplung ist einerseits, dass es empirisch keinen Beleg dafür gibt, also dass es bisher keiner einzigen Volkswirtschaft, keinem einzigen Land gelungen ist, Wirtschaftswachstum zu erzielen und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch einzuschränken. Und darüber hinaus auf viel grundlegenderer Ebene sind die Effizienzsteigerungen, die technologischen Effizienzsteigerungen, die es bräuchte, damit sich das theoretisch ausgehen würde, dass wir den Ressourcenverbrauch bei Wirtschaftswachstum reduzieren, müssten so groß sein, sie müssten bei weitem alle Effizienzsteigerungen überschreiten, die wir in den letzten 30, in den letzten 150 Jahren gesehen haben. Und technologische Effizienzsteigerungen verhalten sich tatsächlich nicht wie Infektionszahlen in einer exponentiellen, wachsen nicht exponentiell. Das heißt, das ist quasi ausgeschlossen, dass wir so große Effizienzsteigerungen erzielen werden. Also wir müssen den Fahrstil ändern, wir müssen unsere Lebensweise grundlegend ändern. Diese Idee von der Entkopplung ist auch nicht haltbar. Entgegen der Selbsterstellung der Finanzindustrie ist diese also nicht Teil der Lösung, sondern vielmehr Teil des Problems. Und das liegt daran, dass das Kapital auf den Finanzmärkten nach der aktuellen Architektur, die durchaus von Menschen gestaltet ist und auch umgestaltet werden kann, immer dorthin fließt, wo die höchsten monetären Renditen zu finden sind und dass ökologische und soziale Kriterien in diesem System gar nicht berücksichtigt werden können von einzelnen Akteuren. Und vielleicht noch, wenn ich sage, das Finanzsystem ist Teil des Problems, das Finanzsystem ist eine zentrale Steuerungsinstanz unseres Wirtschaftssystems. Also vergleichbar vielleicht mit dem zentralen Nervensystem im menschlichen Körper. Wir können unsere Wirtschaftsweise nur umbauen, wenn wir auch das Finanzsystem mit umbauen. Denn das Finanzsystem lenkt, wo das Kapital hinfließt, welche Branchen zukünftig wachsen werden und welche nicht. Das hat mit diesem Herdenverhalten zu tun, wozu ich gleich kommen werde. Ich habe da einen Absatz aus dem Buch rauskopiert. Auf welcher Grundlage werden die Investitionsentscheidungen auf den Finanzmärkten getroffen? Finanzakteurinnen investieren in jene Bereiche, von denen sie erwarten, dass sie viel Gewinn abwerfen. Und diese Erwartungen wiederum hängen mit dem Verhalten und den Erwartungen der anderen Marktteilnehmerinnen zusammen. Investieren viele in das gleiche Produkt, steigt die Nachfrage und dadurch der Preis. Es herrscht also ein Herdenverhalten auf den Finanzmärkten. Die Entscheidung, ob investiert wird oder nicht, orientiert sich vorrangig am Verhalten der anderen Finanzakteurinnen. Die Entscheidung ist damit dann immer eine Spekulation über die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Das heißt, es geht vor allem darum, Renditen werden dort erzielt, wo ich denke, dass die anderen glauben werden, dass Renditen erzielt werden. Wenn jetzt eine österreichische Bank
zum Beispiel der Meinung wäre, es ist nicht mehr nachhaltig oder nicht mehr ethisch vertretbar, in fossile Energie zu investieren, könnten sie sich der allgemeinen Markttendenz aber kaum widersetzen. Solange alle anderen das tun, müssen sie selbst auch mit in diese dreckigen Geschäftszweige investieren, um nicht unterzugehen. Denn dort, wo alle anderen investieren, dort sind die Renditen. Also einerseits das Herdenverhalten das Problem und andererseits, dass ganz viele Schritte, Projekte, die notwendig wären, um die Klimakrise zu lösen, also der Aufbau von Ökosystemen, eine Reduktion von Konsum oder der Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge, keine Profite für Einzelne abwerfen. Das heißt, diese lassen sich nicht zu Investitionsobjekten schnüren, in die Private dann Geld stecken könnten. Nach Untersuchungen aus dem Jahr 2020 sind ungefähr 2% aller, 2% des europäischen Finanzmarktvolumens ungefähr lassen sich als nachhaltige Projekte klassifizieren. Weniger als 2%. Und damit komme ich dann schon zum Schluss zu dem, was es tatsächlich brauchen würde, damit das Finanzsystem zur Lösung beitragen könnte und nicht das Problem verschärft. Es ist einerseits ein groß angelegtes Divestment, also es braucht eine Kennzeichnung von klimaschädlichen Geschäftstätigkeiten, eine Kennzeichnung von welchen Branchen, wie zum Beispiel Flugindustrie, fossile Energie oder auch Bekleidungsbranche, die extrem klimaschädlich sind durch ihren Ressourcenverbrauch, und ein Mandat für die Zentralbank und die öffentliche Hand, dass kein Cent öffentlichen Geldes, keine Subventionen direkt oder indirekt mehr in diese Geschäftszweige fließen dürfen. Davon ist man nicht unendlich weit entfernt. Es gibt Licht am Ende des Horizonts. Die EU arbeitet im Moment einen Aktionsplan für nachhaltige Finanzen aus, der im Moment eine rein freiwillige Kennzeichnung der guten grünen Investments ist, weil sich die Finanzindustrie noch sehr stark gegen die Kennzeichnung von schädlichen Tätigkeiten wehrt. Aber der Aufbau dieser Taxonomie ist mal ein erster Schritt dahin. Im Moment ist diese Taxonomie auch viel in den Medien, da Erdgas und Atomkraft höchstwahrscheinlich als grüne Brückentechnologien eingestuft sind. Das heißt, Erdgas und Atomkraft sind in diesen 2% nachhaltigen Investments enthalten. Was zeigt, dass die reale Summe an vergleichbaren sinnvollen Projekten noch geringer ist als 2%. Neben diesem notwendigen Abzug von Finanzkapital aus klimaschädlichen Geschäftsbereichen braucht es das Bekenntnis dazu, dass Geld wie saubere Luft ein öffentliches Gut ist. Ein öffentliches Gut, das hat quasi große Externalitäten, es ist sinnvoll, es muss gemeinschaftlich organisiert werden. Und diese gemeinschaftliche Organisation bedeutet einerseits, dass Banken in gemeinwohlorientierte, nicht profitorientierte Rechtsformen überführt werden müssen. Das war in Österreich schon vor 100 Jahren mal der Fall. Da waren Banken Genossenschaften. Es bräuchte auch demokratisch gewählte Aufsichtsräte in diesen Finanzinstitutionen, die die Gesamtbevölkerung widerspiegeln, sowohl von nach Ethnie, Geschlecht, aber auch nach Wirtschaftsbranchen, dass alle mitreden können und damit sicherstellen, dass im Interesse des Gemeinwohls gehandelt wird, das Finanzsystem im Sinne des Gemeinwohls funktioniert. In der Tradition des Kartellrechts müsste man auch die zu großen Finanzinstitute zerschlagen, damit diese keine politische Macht ausüben können. Und die globalen Spielregeln müssten sich verändern. Auch hier gibt es schon Vorbilder aus der Vergangenheit, wie man das Bretton Woods-System, wo es mehr um internationale Kooperation ging. Und zuletzt ist es auch wichtig, die Staatsfinanzierung den Finanzmärkten zu entziehen, sodass tatsächlich das Volk politische Entscheidungen treffen kann und man nicht von den Märkten und der Notwendigkeit der Märkte vor sich hergetrieben wird. Auch dazu gibt es schon sehr konkrete Modelle, wie das aussehen könnte. Also zusammengefasst, das Finanzsystem als zentrale Steuerungsinstanz unseres Wirtschaftssystems hat eine ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, eine nachhaltige Wirtschaftsweise zu etablieren. Im Moment passiert hier noch sehr viel Greenwashing, das suggeriert, das Finanzsystem in der aktuellen Ausgestaltung könnte das Problem lösen, das es selbst verursacht hat. Und tatsächlich braucht es eine radikale Neuausrichtung der Finanzmarktarchitektur, damit das Finanzsystem tatsächlich Teil der Lösung sein kann. Dann
Damit bin ich am Ende und übergebe dann an die Industriepolitik. Gut, herzlichen Dank, Julia Listowtschenko. Stichwort war Industriepolitik. Wir haben als drittes bewusst die Industriepolitik ausgewählt, weil sie in der Klimadebatte eigentlich unterbelichtet ist, neben dass auch Ernährungsfragen unterbelichtet sind. Und ich darf dazu begrüßen Julia Eder. Julia Eder ist Entwicklungsforscherin und Doktorandin für Soziologie an der Johannes Kepler Universität in Linz. Und zugleich ist sie Obfrau des Mattersburger Kreises für Entwicklungspolitik. Im Buch ist sie mit einem Beitrag Produktion zukunftsfähig machen vertreten. Julia 2, du bist am Wort. Ja, hallo, schönen guten Abend. Freut mich, hier zu sein. Ich werde jetzt ganz am Anfang mal erklären, warum die Industrie eigentlich wichtig ist für die grüne Wende und was die Ausgangslage in Österreich ist. Und dann werde ich darauf eingehen, was für eine Art von Umbau notwendig ist, also wie weitreichend der sein muss. Und dann abschließend noch sagen, welche Industriepolitik es dafür braucht. Ganz allgemein spricht die Europäische Union seit ein paar Jahren, ungefähr 3 oder 4, vermehrt darüber, dass die grüne und die digitale Wende zu meistern ist in der Industrie und für die Industrie. Das heißt, es werden vermehrt Maßnahmen gesetzt, die europäische Industriestrategie oder der Green Deal, den die Europäische Union verabschiedet hat, sagen vielleicht manchen Leuten hier was, 2019 und 2020 rausgekommen. Das zielt genau darauf ab, dass die Industrie grün oder grüner gemacht wird. Für Österreich ist es besonders wichtig, weil in Österreich ungefähr 19% der Bruttowertschöpfung auf die Industrie zurückgehen, also ungefähr ein Fünftel. Aber wenn man sich jetzt die CO2-Emissionen anschaut, dann ist die Bedeutung noch viel größer vom industriellen Sektor. Gemeinsam im Energiesektor machen Industrie und Energie 43,4% aus der CO2-Emissionen, die verursacht werden. Und natürlich ist es jetzt so, dass nicht alle Emissionen der Energie zur Industrie gehören, aber doch ein relevanter Teil, weil industrielle Produktion einfach sehr energieintensiv ist. Und das ist auch der Grund, warum diese zwei Themenbereiche oft gemeinsam diskutiert werden und eben eine andere Art der Energieversorgung auch wichtig ist, wenn Produktion nachhaltiger werden soll. Das ist sozusagen der ökologische Teil von dieser Frage. Zugleich ist aber die Industrie in Österreich auch für sehr, sehr viele Arbeitsplätze verantwortlich. Nämlich direkt sind fast 630.000 Beschäftigte in der Industrie. Das sind nur die unselbstständig Beschäftigten, die bei den Krankenkassen aufscheinen. Und dann ist es aber so, dass bei Industrie noch sehr, sehr viele vor- und nachgelagerte Tätigkeiten hinzukommen. Das sind sehr oft Dienstleistungen. Und dann sind wir bei viel, viel höheren Zahlen. Also manche Schätzungen gehen davon aus, dass fast die Hälfte von allen unselbstständig Beschäftigten, das sind dann so 2,5 Millionen, in irgendeiner Weise mit der Industrie zu tun haben. Also es sind sogar mehr als die Hälfte der Beschäftigten. Aber das gilt für alle Länder Europas. Also die Einschätzung ist ungefähr, dass die Industrie noch einmal doppelt so viele Arbeitsplätze mindestens hervorbringt, wie sie selbst direkt bringt einer Gesellschaft. Und das heißt aber sozialpolitisch, dass der Umbau von Industrie auch immer bedeutet, es trifft sehr, sehr viele Menschen und es trifft oft auch die Dienstleistungen mit. Und deswegen muss das wohl bedacht sein, wie die Industrie umgebaut wird für die grüne Wende, weil eben sehr viele Menschen in der Industrie arbeiten und dort ihren Lebensunterhalt verdienen. Ich sage immer, wenn es darum geht, die Industrie muss umgebaut werden, sind zwei Dinge wichtig. Erstens, wer zahlt diesen Umbau? Und dann zweitens, wer bekommt was von den Gewinnen? Und zwar von den Gewinnen, wenn sie dann wieder anfallen. Weil jetzt gerade läuft in dieser Debatte meiner Meinung nach viel falsch. Also es ist der Staat zurück und der Staat greift ein und sagt, er übernimmt hier ein Risiko, das die privaten Investoren und Investorinnen nicht eingehen wollen, wie wir schon gehört haben vorher. Aber was sehr wenig diskutiert wird, ist, dass es wenige Mechanismen gibt, wie dann der Staat oder eben die Investitionen, die hier an private Konzerne fließen, auch der breiteren Gesellschaft was zurückbringen. Also wenn man nicht nur davon ausgeht, dass allein schon, dass der Konzern bestehen bleibt, ein Segen ist für eine Gesellschaft, dann muss man schon die Frage aufwerfen, welche Art von Konditionen soll es geben dafür, dass der Staat den Umbau unterstützt.
Das wäre meine Sicht. Und daran anknüpfend stellt sich natürlich noch die Frage, wie kann ich es überhaupt erreichen, dass ich ökologisch nachhaltige und sozial nützliche Güter produziere. Da gibt es auch sehr interessante Diskussionen auch aus der Vergangenheit, aus den 1970er Jahren, wo das noch viel mehr diskutiert wurde. Und das kann man dann durchaus auch wiederbeleben. Weil ich fand es interessant, dass Hans Holzinger gesagt hat, dass Industriepolitik heute relativ wenig diskutiert wird. Ich stimme dem zwar zu, aber das ist tatsächlich ein Phänomen in der Linken, das verloren gegangen ist. Also wenn man sich ansieht, was in den 60er, 70er und 80er Jahren in der österreichischen Linken zur Industriepolitik diskutiert wurde, gab es eine viel breitere und weitere Debatte. Und erst mit der Zeit hat man sich davon abgewendet, eben im Zuge der Neoliberalisierung vor allem, weil man dann einerseits kein Interesse mehr daran hatte und sich zum Teil auch die Schwerpunkte zu anderen Themen hin verschoben haben einfach. Und natürlich war es auch der Zeitgeist einfach, der Staat soll nicht eingreifen. Dementsprechend braucht es keine Industriepolitik, die da einzelne Maßstäbe oder neue einzelne Akzente setzt in der Wirtschaftspolitik. Industriepolitik kann relativ viel sein. Vielleicht zur Definition oder zur Vorstellung mal, so ganz grob sind das alle Maßnahmen, die strukturellen Wandel in irgendeiner Weise beeinflussen. Das heißt entweder Investitionen in Industriezweige, die ich aufbauen möchte, zum Beispiel erneuerbare Energien, oder Investitionen oder auch Umbaupläne für Industriezweige, die bereits bestehen, wo schon Beschäftigte sind. Und das wird eben diskutiert unter diesem Schlagwort Just Transition von den Gewerkschaften. Also es braucht einen gerechten Übergang für jene Industriezweige, die es schon gibt, wo viele Menschen arbeiten und wo es aber dann einen Rückbau braucht, weil sie umweltschädliche Güter herstellen. Und das kann eben zum Beispiel die Autoindustrie sein, aber durchaus auch andere Industriezweige, die man vielleicht nicht so am Schirm hat. Auch die Zementindustrie, die Glas- und Papierindustrie sind sehr, sehr CO2-emissionsstark. Genau, die Industriepolitik, die jetzt gerade umgesetzt wird in der EU, aber auch in Österreich, die ist sehr stark orientiert darauf, dass Wettbewerbsfähigkeit gesteigert wird. Und das ist eigentlich das Hauptziel von dieser Politik. Und in letzter Zeit kommt eben dieser grüne Anspruch hinzu, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise, und das wurde auch schon erwähnt, ich glaube, es war die Julia, die das vorher erwähnt hatte, dass es geht eigentlich darum, dass grüne Industriepolitik oder grüne Industrie wird als neues Wachstums- und Investitionsfeld gesehen. Also man möchte, dass sozusagen ein Wachstum gestärkt wird, das grün ist und da verknüpft es sich dann mit Wettbewerbsfähigkeit, dass einem einen grünen globalen Wettbewerbsvorteil bringt. Also dass andere Weltregionen von grüner Technologie aus der EU abhängig macht. Das ist sozusagen eine ganz eigene Logik, wo ich auch sagen würde, aus einer sozial fortschrittlichen Perspektive kann man auch einer ganz anderen Logik folgen bei grüner Industriepolitik. Und das ist das, was ich in meinem Beitrag ausführe und wo ich jetzt kurz eine Folie teilen werde. Ich schlage in meinem Beitrag vor, dass es eine progressive Industriestrategie braucht, die aus vier Bestandteilen sich zusammensetzt. Und zwar erstens, die Betriebe beim sozial-ökologischen Umbau unterstützt, also die eine Art Transformationsfonds schafft, wo insbesondere kleine und mittlere Betriebe, aber auch große Betriebe aus Industriezweigen, die dringend zurückgefahren werden müssen, Unterstützung bekommen für den Umbau, allerdings unter ganz klaren Bedingungen. Zum Beispiel, dass nicht Gewinne ausgeschüttet werden können in hohem Ausmaß an Aktionäre und Aktionärinnen, während der Steuerzahler, die Steuerzahlerin den Umbau finanziert von so einem Konzern. Ja? Oder auch, man könnte überlegen, dass es Beteiligungen gibt oder eine gewisse Verpflichtung, dass später mit Gewinnen ein Teil davon zurückgezahlt wird, was der Steuerzahler oder die Steuerzahlerin vorschießt für diese Industriepolitik. Dennoch denke ich, es ist wichtig, dass es irgendeine Form der Finanzierungsunterstützung gibt, weil der Umbau sonst einfach viel zu langsam laufen wird, wenn das rein dem Markt und dem Finanzsystem, wie es jetzt strukturiert wird, überlassen wird, das zu tun. Die zweite Säule, die es aus meiner Sicht braucht, ist eine Stärkung von lokalen und regionalen Wirtschaftskreisläufen.
Und das kann man sehr gut machen über öffentliche Beschaffung, also über den Versuch, dass die öffentliche Hand, also Gemeinden, Länder und auch der Bund, in ihre Beschaffungskriterien soziale und ökologische Überlegungen mit einbeziehen und dann eben nicht nur den Billigstbieter heranziehen, sondern den Bestbieter, der auch soziale und ökologische Kriterien erfüllt. Sollte das jemanden genau interessieren, kann ich gerne später in der Diskussion noch ein Beispiel dafür bringen. Die dritte Säule ist, dass eine gerechte Verteilung der Gewinne innerhalb von diesem Umbau passieren muss. Und das muss eben auch bei einer Industriepolitik mit bedacht werden. Deshalb habe ich vorher so hervorgestrichen, dass sehr wichtig ist, wer das finanziert, unter welchen Voraussetzungen und dass dann am Ende diese Gewinne auch sozialisiert werden und nicht nur die Risiken des Umbaus, wie jetzt die Tendenz zum Teil ist in den Debatten. Und dann die vierte Säule ist eine Veränderung oder man könnte auch sagen, eine Verbreiterung von den Eigentumsverhältnissen. Und zwar jetzt ist ein zentrales Hindernis vom grünen Umbau, dass es sehr viele große transnationale Konzerne gibt, wo einfach eine ganz andere Logik vorherrscht, als in der breiteren Gesellschaft vorherrscht, wenn es um den Klimawandel geht und den Umbau. Ein großer transnationaler Konzern, da wurde Geld investiert und dieses Geld wird entwertet, sobald ich die alte Geschäftsstrategie aufgebe. Und das heißt, es ist nicht besonders attraktiv, diese Strategie aufzugeben, ohne dass es irgendeine Art der Kompensation gibt. Wenn es aber neben diesen großen transnationalen Konzernen auch noch andere Wirtschafts- und Eigentumsformen gibt, dann verlieren diese Konzerne auch diese extrem große Macht, die sie jetzt haben. Und ich denke da einerseits an neue Eigentumsformen, wie sie diskutiert werden in Deutschland, zum Beispiel unter dem Stichwort Verantwortungseigentum, aber durchaus auch eine Aufwertung und Stärkung von Genossenschaften oder auch eine neue Diskussion von öffentlichen Beteiligungen und von überhaupt von öffentlichen Unternehmen, wie sie ja in Österreich eigentlich eine starke Tradition haben. Und ich denke, es wäre an der Zeit, dass wir unsere Geschichte auch ein bisschen aufarbeiten, was die Verstaatlichte angeht. Da war nicht alles schlecht, das traue ich mich zu sagen. Und es würde einfach darum gehen, mal genau zu analysieren, was ist damals gut gelaufen, was ist verbesserungswürdig und kann man davon etwas für heute wieder gebrauchbar machen. Für diese progressive Industriestrategie braucht es natürlich Ressourcen. Also finanzielle Ressourcen, aber natürlich auch Wissen und anderes. Und damit das möglich wird, braucht es aber auch soziale Akteure und Akteurinnen, die für so eine Strategie eintreten. Und das ist meine zweite Folie. Nämlich, ich denke, es braucht eine Art Koalition oder auch Allianz für die sozial-ökologische Transformation der Industrie. Und das braucht aus meiner Sicht 5 große Gruppen, die natürlich aus ziemlich vielen Untergruppierungen bestehen können. Und zwar einerseits die Arbeitnehmerinnenvertretung, also Gewerkschaften, aber auch die Arbeiterkammer, also direkte Interessenvertretungen von Menschen, die arbeiten im industriellen Sektor und sich da auch Gedanken machen können, wie so ein Umbau aussehen soll und wie er sozial verträglich sein kann für die Beschäftigten, die man vertritt. Es braucht aber auch NGOs, weil die einfach einerseits sehr viel auch Forschung betreiben können oder sich mit der Realität auseinandersetzen, auch Lobbying machen können und zum Teil eben auch einen anderen Blickwinkel einnehmen können, weil sie eben nicht mit den Mitgliedern eng verwoben sind und dementsprechend wie Gewerkschaften natürlich einen kleinen Widerspruch haben manchmal oder zumindest ein Spannungsfeld zwischen wir wollen alle Arbeitsplätze halten und es müssen vielleicht Arbeitsplätze abgebaut werden. Also ich würde auch sagen, ich glaube, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders als Clara, obwohl ich ja auch nicht Unrecht tun mag. Und zwar, ich glaube eben schon, dass es in manchen Gruppierungen oder manchmal schon einen Widerspruch gibt. Und zwar eben zwischen diesem Arbeitsplatzabbau, der sozial abgefedert werden muss. Aber natürlich werden trotzdem Menschen nicht mehr genau dort arbeiten, wo sie es jetzt tun. Und für das Individuum kann das schon einfach schmerzlich sein. Und ich glaube, das muss man auch ehrlich so sehen und ernst nehmen, wenn man diesen Umbau durchbringen will, dass man auch die Ängste dieser Menschen ernst nimmt und berücksichtigt in diesen Plänen und sie da auch direkt einbezieht, damit sie es mittragen.
Dann außer den Arbeitnehmerinnenvertretungen und den NGOs braucht es noch soziale Bewegungen. Ich habe hier Fridays for Future geschrieben. Allerdings sind auch natürlich andere Gruppierungen denkbar. Und es braucht Thinktanks, Forschungsprojekte und Expertinnenrunden. Ich mag hier nur eine Sache herausgreifen. Also es gibt dieses oder es gab dieses Forschungsprojekt ConLabor, das Ulrich Brandt von der Universität Wien geleitet hat. Und da ging es um den Umbau der österreichischen Autozuliefererindustrie. Und die haben sich mal diese Industrie genau angesehen und dort auch mit den Beschäftigten gesprochen und dann Vorschläge für diesen Umbau erarbeitet. Und sowas bräuchte es in Wahrheit für alle größeren Sektoren in Österreich, also zum Beispiel auch für die Stahlindustrie. Und zu guter Letzt müssen natürlich auch politische Parteien dabei sein. Und ich denke aber auch, es ist wichtig, sich nicht auf eine Partei zu beschränken, weil es ein Querschnittsthema ist, das durchaus im Bereich von mehreren Parteien liegt. Und diese Gruppen müssen sich im Dialog, aber natürlich auch in der Auseinandersetzung miteinander auf was einigen, was sie dann voranbringen können und was sie durchsetzen können gegen enge Profit-, Kapital- und Verwertungsinteressen, die halt jetzt dominieren, auch in der grünen Wende und die, wenn sie sich mal verfestigt haben, auch sehr schwer zu überwinden sein werden. Ich bin damit fertig und freue mich auf Rückmeldungen, Kritik, Fragen und Ergänzungen zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Ja, danke auch dir, Julia Eder aus Linz von der Johann Kepler Universität. Ja, ich freue mich auch jetzt, dass wir jetzt in die Diskussion einsteigen können. Ich darf jeweils eine Frage an jede Referentin stellen und dann übergebe ich sozusagen die Diskussion in den Chat. Beginnen wir bei der Sozialpolitik. Clara Moder, ihr habt ja sehr viele Vorschläge im Band. Also ich habe mich auch erinnert an den Vorschlag, so eine Arbeitsplatzgarantie, sinnvolle Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor, im gemeinwohlorientierten Sektor. Ihr habt auch einen Vorschlag für Gutscheinsysteme. Und was ich auch interessant gefunden habe, ja, Arbeitszeitverkürzung, aber für hohe Einkommen ist ein anderer Beitrag. Aber nicht für alle Einkommen mit vollem Lohnausgleich, weil das Rebound-Effekte bewirken würde. Kannst du zu diesen Stichwörtern noch etwas ergänzen, bitte? Ja, gern. Also genau, die Arbeitsplatzgarantie findet sich, glaube ich, im Kapitel zu Lohnarbeit. Das ist eine Idee, die gibt es schon länger. Die wurde jetzt recht stark vorangetrieben aus den USA und auch ein Stück weit jetzt von einigen AkteurInnen in Österreich aufgegriffen, insbesondere von Kollegen von der Arbeiterkammer. Und ich glaube auch das Momentum-Institut hat dazu ein paar Vorschläge gebracht. Also da geht es im Prinzip darum, dass man in einer Gesellschaft, die so stark auf Erwerbsarbeit aufbaut und wo Erwerbsarbeit einfach das zentrale Integrationsmoment ist, gesellschaftlich, aber auch in alle Systeme der sozialen Sicherung, dass man sozusagen einen Arbeitsplatz garantiert als Grundsicherung. Manchmal wird das auch ein bisschen ausgespielt als Debatte bedingungsloses Grundeinkommen versus Arbeitsplatzgarantie. Ich sehe nicht so ganz diesen Widerspruch, der da manchmal konstruiert wird, aber das ist auch ein Stück weit eine Debatte. Und in dem Beitrag geht es auch ein Stück weit darum, dass man sozusagen diese Arbeitsplatzgarantie, also dass alle Menschen, die am sogenannten ersten Arbeitsmarkt aus welchem Grund noch immer keinen Job finden, dass die einen staatlich geförderten Arbeitsplatz bereitgestellt bekommen, dass man diese Arbeitsplätze auch dazu nutzen könnte, ökologisch nachhaltige Tätigkeiten sozusagen umzusetzen. Und es gibt ja zweifelsohne jede Menge Tätigkeiten, die getan werden müssen, um unsere Gesellschaft sozusagen am Laufen zu halten. Also sei es im Care-Bereich, im Pflegebereich, im Mobilitätsbereich, die jetzt aber oft unbezahlt oder unterbezahlt, meistens von Frauen gemacht werden, zu schlechten Bedingungen gemacht werden, dass man die sozusagen in den öffentlichen Sektor holt und ein Stück weit eine Struktur bietet, die in Richtung soziale und ökologische Nachhaltigkeit gehen können. Genau. Näheres dazu gibt es eben, wie gesagt, im Beitrag zu Lohnarbeit. Das zweite Stichwort war das Gutscheinsystem.
Das kommt im Beitrag zur Sozialpolitik vor, wenn ich mich richtig erinnere. Da geht es so ein Stück weit darum, dass man klimafreundliches Verhalten leichter ermöglichen kann, wenn es sozusagen zweckgewidmete Gutscheine gibt anstelle von jetzt nur sozusagen monetären Leistungen. Also eine Idee ist beispielsweise, dass es dann Gutscheinsysteme gibt für regionales Bioessen, so in die Richtung. Also dass das sozusagen ein zielgerichteter zusätzlicher Steuermechanismus innerhalb der sozialstaatlichen Sicherung sein kann. In Richtung des Gedankens, dass die Klimakrise sozusagen ein Risiko ist, gegen das der Staat jetzt zunehmend absichern muss. Also früher mal waren sozusagen die großen Risiken Unfall, Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit, und die Klimakrise kommt jetzt einfach massiv dazu und da braucht es ein Stück weit neue Instrumente. Wenn ich noch ganz kurz auf Julia Eder antworten darf, dass es keinen Widerspruch gibt. Ja, natürlich, es stimmt schon, gerade auf individueller Ebene und im Bereich Arbeit gibt es auf jeden Fall Widersprüche zwischen Klimapolitik und sozialer Sicherung. Ich glaube, worum es mir geht und worum es auch in diesem Statement ein Stück weit geht, das darf unserer Ansicht nach nicht als sozusagen als Vorschub genommen werden, dass man das gegeneinander ausspielt, sondern es geht genau um diese Ausverhandlungsprozesse und die Vorschläge, wie man das sinnvoll gestalten kann, die du ja auch ausgeführt hast. Genau, ein Schlagwort habe ich, glaube ich, vergessen. Nein, es hat gut gepasst. Ihr sprecht ja auch von einer Klimasozialversicherung, die ja ausdrückt, dass sozusagen sinnvolle Dinge gefördert werden sollen. Und es geht ja vielfach auch um sinnvolle Arbeitsplätze zu finanzieren. Und ich glaube, es wird eine Studie auch zitiert, dass Investitionen in öffentliche Leistungen klimaschonend sind, aber auch Wertschöpfung schaffen und nicht nur sozusagen private Investitionen. Ja. Das ist, glaube ich, ein starker Fokus darauf. Wenn ich einmal darf, Julieta, kann ja dann trotzdem die Replik nachher machen, dass wir eine Frage zu den Finanzmärkten kommen. Also ich habe beim Titel zuerst war ich irritiert, dass man durch Green Finance nichts erreichen kann. Da gibt es ja viele andere Stimmen. Dann habe ich begriffen, dass ihr euch kritisiert Greenwashing und ihr fordert zum Beispiel ein Verbot von Dirty Finance, dass zumindest die Lobby, die Finanzlobby hat das erreicht, dass man das nicht kennzeichnen muss, sondern nur das Gute, das sozusagen das grüne Investment hervorstreicht. Ja. Meine Frage, wie wäre sozusagen so ein Verbot von Dirty Finance erreichbar? Und ihr sprecht ja auch von Utopien, das Finanzsystem insgesamt demokratischer zu gestalten. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen näher ausführen, wie ihr euch das vorstellt. Das Verbot von Dirty Finance. Also es ist ja im Moment schon eine hunderte Seiten lange Taxonomie zu den nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten verfasst worden, wo über Monate, mittlerweile Jahre hinweg, ich sage, es geht zu langsam für die Probleme, die wir haben, ganz viele beteiligte Gruppen auf EU-Ebene zusammenkommen und sich unter Einbindung von Wissenschaftlern und NGOs ganz genau anschauen, welche Branchen, welche Aktivitäten sind nachhaltig und welche nicht. Und die Idee wäre, das Gleiche zu machen für die schädlichen Aktivitäten, sich für jede Geschäftstätigkeit anzuschauen, was ist der CO2-Verbrauch, was ist der Verbrauch an anderen, vielleicht nicht nachwachsenden, nicht erneuerbaren Ressourcen wie Metallen oder Erden. Auch was ist die, wie sozial nachhaltig auch sind diese Geschäftsbereiche, und auf Basis von einer solchen dreckigen Taxonomie dann zum Beispiel zu sagen, dass die EZB, die ja im Moment in Corona-Zeiten, aber auch schon nach der Finanzkrise Unmengen an Geld in den Finanzmarkt pumpt, ganz viele Aktien und Anleihen und Papiere aufkauft, die Finger von solchen dreckigen Produkten zu lassen hat. Dass auch der Staat solche Geschäftsbereiche dann nicht mehr subventionieren kann. Ja, es wird ein großes Kräfteringen sein, wenn es um diese Definition von dreckigen Tätigkeiten geht. Und die zweite Frage, das demokratische System, demokratisches Finanzsystem, weil jetzt ja auch im Chat schon die Frage nach dem Vollgeldsystem gekommen ist. Im Vollgeldsystem geht es darum, dass die Zentralbank Geld schöpfen darf und nicht private Banken, wie das jetzt der Fall ist. Ich glaube, das würde das Problem nicht lösen.
Was es braucht, ist schon die Anerkennung, dass Geld ein öffentliches Gut ist und dementsprechend verwaltet werden muss. Dass Zentralisierung in einer so komplexen Welt, in einer so komplexen Gesellschaft aber nicht unbedingt dazu führt, dass das Finanzsystem im besten Sinne des Gemeinwohls verwaltet wird. Der erste Punkt, den wir uns vorstellen, ist, Banken zu zerkleinern und zu zerschlagen, nachdem es jetzt sehr viele große Finanzinstitute gibt, die dann auch schon den Stempel too big to fail haben. Also die müssen gerettet werden, wenn sie in Konkurs gehen, wie das auch 2008 gewesen ist, dass man die Anteilseigner schadlos davon kommen hat lassen und mit Steuergeld ausbezahlt hat, die ausfallenden Schulden. Hier schafft man ein System, wo Staaten erpressbar sind von Finanzinstituten. Das heißt, hier das Kartellrecht durchzuziehen und zu sagen, ein zu großer Marktanteil ist nicht gestattet, sondern alles möglichst klein, möglichst regional. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, möglichst klein, regional, damit die Banken für die Region am besten wissen, in welche Bereiche sie jetzt gerade Geld lenken wollen, was ist für die Region gut. Und hier die Aufsicht, also erst einmal die Banken schon als private Entitäten zu belassen, aber gemeinwohlorientiert zu organisieren, also nicht mehr als profitorientierte Unternehmen zu führen, sondern als zum Beispiel Genossenschaften, wie sie es mal gewesen sind, demokratische Besetzung der Aufsichtsräte nach soziodemografischen Kriterien, aber auch nach Beschäftigungszweigen. Jetzt sind Aufsichtsräte von Banken vor allem weiße Männer aus der Oberschicht, also eine sehr eingeschränkte Perspektive im Finanzsystem. Genau, und ich glaube, das sind so die zentralen Dinge, die es gewesen sind. Also möglichst klein, möglichst regional, möglichst demokratisch selbstverwaltet. Ich frage nochmal kurz zurück, weil ihr das sicher auch von anderen gefragt wird. Verstehe ich es richtig? Ihr lehnt es ab, privates Kapital für die Klimawende auf das zu hoffen. Wie antwortest du da? Nein, nicht grundlegend. Privates Kapital, wir brauchen alles Kapital, was wir kriegen können. Jedes Kapital, das in nachhaltig investiert ist, in nachhaltigen Projekten landet, ist besser, als es würde woanders landen. Aber diese freiwillige Kennzeichnung von nachhaltigen Produkten ist für das ganze System zu wenig, um zu einer Transformation zu führen. Es ist wie wenn einzelne Personen ein Bio kaufen, die es sich leisten können. Es ist gut, dass es gemacht wird, aber es wird das ganze System nicht ändern. Okay, danke für die Klarstellung. Julia Eder, mich hat sehr beeindruckt, diese vier Säulen einer Transformation des Industriesystems und auch diese Allianz oder diese Koalition, die du ansprichst. Jetzt gibt es vom Klimaministerium so eine Initiative Just Transition. Seid ihr da schon im Gespräch miteinander? Also ich wurde mal letzten Sommer gefragt, ob ich mich da einbringen kann, habe das aber damals aus Zeitgründen nicht gekonnt, weil ich eben arbeite und daneben noch versuche, meine Doktorarbeit fertig zu machen seit Ewigkeiten. Was ich weiß, ist, dass es jetzt eben vermehrt diskutiert wird, auch weil es eben auf der Europäischen Union aufgenommen wurde. Also der Vorschlag, dass man eine Just Transition braucht, kommt ursprünglich von den Gewerkschaften. Und es gibt jetzt aber auch in diesem European Green Deal einen Just Transition Fonds, der da eingegliedert wurde. Und eben die Versuche, das halt auch zu steuern. Aber es ist halt also aus meiner Sicht nicht ausreichend, was da passiert, sowohl finanziell als auch in den Gesamtüberlegungen nicht ausreichend, weil dieser European Green Deal die Dekarbonisierung aus meiner Sicht sehr eng deutet, nämlich
hin zur Elektromobilität und zu, wir machen jetzt alles mit Strom und dann ist es total umweltverträglich. Und das Problem daran ist, dass die Mengen von Strom, die man braucht, wenn alles elektrisch betrieben wird, was jetzt mit Kohle oder mit Atomkraft betrieben wird oder mit Gas, wir diesen Strom einfach nicht herstellen können oder dann auch wieder braunen Strom herstellen und das Problem dann nicht gelöst haben, ja? Weil Strom ja auch nicht nur aus erneuerbaren Energien gewonnen werden kann. Auch wenn wir in Österreich recht weit sind, was das angeht. Aber das Stromnetz Europas hängt zusammen. Also, dass wir eine Insel der Seligen sind, bringt jetzt dem Klima nicht so besonders viel. Und das muss man halt mitdenken bei dem Ganzen. Das heißt, ich denke, was es auf jeden Fall bräuchte, ist noch eine sehr genaue Überlegung, welche Sektoren müssten wie zurückgebaut werden und das auch sektorweit zu machen auf EU-Ebene. Und zwar aus dem Grund, dass sobald ich nur bei einzelnen Unternehmen bleibe, dann werden sich die immer gegenseitig, wenn eines zurückbaut, nimmt das andere den Marktanteil. Weil ein kapitalistisches Unternehmen wäre total dumm, wenn ein Autobauer weniger SUVs baut und dann baue ich nicht mehr und verkaufe mehr SUVs als anderes Unternehmen. Also es liegt in der Marktlogik, dass das nicht gescheit funktionieren kann, wenn es nicht irgendwelche Obergrenzen gibt zumindest, die von außen definiert werden und durchgesetzt werden. Und ich denke, das braucht es halt, aber dann braucht es eben auch gute Angebote. Was mache ich mit den Menschen, die dort arbeiten? Und das gibt es aus meiner Sicht jetzt nicht. Gut, danke. Ich meine, der Vorschlag, mehr Wirtschaftsdemokratie einzuführen, ist ja ein sehr sinnvoller und wird auch international auch diskutiert. Wir hatten auch schon einen Vortrag hier bei uns in der Robert-Jung-Bibliothek dazu, mehr Mitbestimmung. Was hier, glaube ich, neu ist, dass man nicht nur die Belegschaften stärker, sondern auch die Bevölkerung in der Region, habe ich interessant gefunden. Gut, dann würde ich mit eurem Einverständnis in die Schlussrunde kommen. Es ist uns allen bewusst, dass es eine tatsächlich große Transformation braucht. Ihr habt ja auch eine Zahl drinnen, dass 8 der 10 größten Konzerne mit den größten Treibhausgasemissionen sind dem Fossil- und Mobilitätssektor zuzuordnen. Und wenn wir diese Klimawende ernst nehmen, werden die sich andere Betätigungsfelder suchen müssen. Das heißt, wir brauchen eine große Transformation. Ich darf nochmals auf das Buch hinweisen. Es sind wirklich tolle Beiträge, 8 bis 10 Seiten, immer viele Fakten und dann Zukunftsvorschläge und auch die Literatur, die dazu immer angeführt wird, sehr interessant, weil es ja vielfach auch englischsprachige Literatur, das heißt auch sehr faktenbasiert. Ich darf auch noch hinweisen auf unser Buchmagazin, in dem dieses und viele andere Bücher besprochen werden. Pro Zukunft gibt es Print, aber auch online. Und ich darf noch hinweisen, dass es eine Aufzeichnung dieser Veranstaltung gibt und dass dann Carmen Bayer daraus eine geschnittene Version machen wird, die spätestens in einer Woche auf JPZ.tv verfügbar sein wird und alle, die angemeldet waren, bekommen auch den Link. Und ich darf last but not least auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. Stefan Walle, mein Kollege, hat in seiner nächsten Montagsrunde, die am, wie der Name sagt, Montag, den 31. Jänner, also nächste Woche, Wolfgang Ascher und Janine Heinz zu Gast. Die machen gemeinsam mit der JPZ schon die 3. Studie über, wie autoritär ist Salzburg. Und die Ergebnisse auch im Kontext von Corona werden hier diskutiert. Und die nächste Veranstaltung von Zukunftsbuch widmet sich einem ganz anderen oder vielleicht nur scheinbar ganz anderen Thema. Und zwar Markus Bühringer ist Coach, ist auch Volkswirt, hat ein Buch geschrieben über die Rolle von Märchen im Kontext von Wandel, Systemwandel à la Aschenputtel. Das wird sicher auch spannend, das wird am 10. Februar sein. Am 24. Februar haben wir in einer Kooperation eine Veranstaltung mit dem Antikorruptionsvolksbegehren in St. Virgil, korruptes Österreich, Fragezeichen. Mehr zu diesen und allen weiteren schon vereinbarten Veranstaltungen der Robert-Jung-Bibliothek finden Sie auf unserer Homepage. Ich darf mich in diesem Sinne nochmals bedanken bei meinen Sozialwissenschaftlerinnen. Sie waren wirklich sehr engagiert und das Buch bekommt man natürlich im Buchhandel, aber auch bei allen Organisationen, die das Buch herausgegeben haben. Herzlichen Dank und guten Abend.